Herzlich willkommen bei Essen Secret Ezio Collection. Im letzten Part haben wir Stückchen, ja, die Villa und außerhalb von Villa ausgebaut. Von Schmied. Für edle Waren, Rüstungen wie für einen Kaiser. Ja. Auch. Schmied. Schneider. Und Maler und. Seid nicht schüchtern. Na. Großer Ankauf. Das ist jetzt nicht so. Aber ich sage vor. Investor, bitte. So vielfältig sind die Verfehlungen. Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Eine großzügige Belohnung winkt, der ihn oder seinen Kopf bei der Stadtwache abliefert. Ich bin so gerissen, so böse. Aha. Lasst euch nicht weismachen, dass dieser Assassine von etwas anderem angetrieben wird als dem Teufel persönlich. Er muss sterben. Seid gewarnt, meine Freunde. Er tötet zum Vergnügen, ohne Sinn und Verstand. Ihr könntet der Nächste sein oder euer Vater, eure Töchter. Welch ein Können! So. Oh, was, wo kommst du denn hier, Truhe? Sonst was? Sonst was. Carne fresca! Sempre fresca! Guardate che meraviglia queste spigole! Assaggiate i miei sacchi! Runter. Nochmal. Ohne Fehler. Runter, ich schieße! Was willst du hier? Geh runter! Wilde und unberechenbare Tier! Er tötet zum Vergnügen jeden, der seinen Weg! Kommt, seid nicht scheu! Ich stehe euch zur Verfügung!
geschnackt. Ist das vielleicht... Komische Kapuze. ...unser Mann sein. Oh! Was hat er zu wollen? Da hab ich doch. Ich habe nichts damit zu tun. Klopf, klopf. Leonardo, bist du da? Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Wie ein Kodex-Seite. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Mhm. Hey, Vincenzo! Ein bisschen trainieren. Geht immer. Praktiziere Attentatfähigkeit. Ja, das war Verräter. Balkon. Bist du fertig, Leonardo? Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Doppelklinge natürlich. Ich gehe schon auf den Weg. Findet die blasphemische Schlange! Reißling, sei mal okay! Assassino! Ihr Los Santa Croce! Bitte verschwunden! Fantastisch! Oh, aufgespießt. Der nächste bitte. Ecke mit dir.
wann wird dieses Morgen enden? Splendida giornata, ne vero? Ich bin beschäftigt. Irgendwo ist... Da ist es. Siehst du? Verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Machtinstrumente. Mit ihrer Macht mäht sie ihr Feinde nieder. Bismarck, Perseus, nein. Attila, Alexander der Große. Arthurs, J.R. Arc, auch nicht. Egal, alles aus Essen. Welcher Winkel? Wer ist der nächste? Der nächste, bitte. Ich will nichts damit zu tun haben. Letzte Worte. Und dann jetzt die Worte. Taschen durchsuchen. Taschen. Menge Münzen. Wer läuft denn da? Genug, ich kann nicht mehr. Okay, ich löse deine. Leben. Was hast du denn? Drei Florie. Verabscheuungswürdiger. Und der nächste Dieb. Das ist mehr. Guardate che meraviglia!
Fuchsjagd. Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. So. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Der Fuchs. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. Plus dazu noch mehr. 83.